So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuergrün. Und wir wollten uns gerade aus dem Staub machen, weil wir jetzt das Zer vom Zerschneider gefunden haben, das E von Professor Eich, Che. Und wir haben die drei Pokémon von Professor Eich wieder gefunden. Weshalb wir uns jetzt auf den Weg nach draußen machen. Aber wie komme ich eigentlich wieder ganz zurück? Ich meine, ich wurde gefangen genommen und war dann auf einer Insel. Gut, das sehen wir dann ja gleich. Ich gucke jetzt erstmal, was ich so machen soll. Ich muss jetzt doch nicht durch die ganzen. Was ist das? Das ist pervers. Nur mal so. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass das ziemlich pervers aussieht. Ich werfe einen Hyperball, ich will die nämlich jetzt. Der Ball explodiert beim Versuch, zwei Pokémon auf einmal zu fangen. Machen das, wonach es aussieht. Okay, Flucht. Dann eben nicht. Ne, wo ist Schutz? Habe ich Schutz? Das geht ja gar nicht mehr. Schutz, Beutel. Da. Habe ich auch Superschutz? Na, also. So. Hier hoch. Dann ging das hier irgendwo lang und dann konnte ich hier irgendwo einen Pokéball finden. Naja, war geplant. Und dann konnte man hier raus und dann war ich, glaube ich, auch draußen. Ne? Bei dem Team Rocket-Typen da, ja, genau. Also, dann bin ich wieder hier. Nee. Da muss ich ja eigentlich auch überall nicht hin, ne? Erm. Ja. Doch hier lang gehen. Und gucken, ob da irgendwo Zerschneider einsetzbar war. Was ich nicht glaube. Scheiß. Dreck. Ich sehe jetzt schon, das wird ein Part, wo ich wieder nicht weiterkomme. Oh nee, nicht schon wieder so ein Scheiß-Pokémon. So, gehe ich hier hoch, da rein. Nee, dann komme ich ja schon wieder an dem zerplatzten Dings vor dran. Hi. Schutz erstmal wieder. So. Es hat gelackt. Und dann sind wir auch schon da. In dieser Liebeshöhle. Schutz wirkt nicht mehr. War klar. Kann man hier denn irgendwo Zerschneider einsetzen? Ja, dann beschwere ich mich nochmal bei dem. Ich bin wegen gar nichts hier. Obwohl, einen Kaffee könnte ich gebrauchen. Schade. Wo komme ich denn hier heraus? Da, Zerschneider. Ach so, muss ich noch lernen. Gut, dass ich Bisasam genommen habe. Sonst wäre ich jetzt am Arsch gewesen, wieder mal. Bisasam. Kabum. So, und jetzt möchte ich direkt bei Professor Eich rauskommen. Also, wenn das möglich wäre. Tentacha, du bist schon immer das wahrscheinlich unbeliebteste Pokémon der Welt gewesen. Nur mal so. Aber echt jetzt. Wer mag denn bitte Tentacha? Es gibt schon fast keinen einzigen, der wirklich ein Tentacha trainiert. Und damit kämpft. Und es mag. Und sich Sticker davon im Heft, Sticker irgendwie im Zimmer oder sonst wo drauf aufklebt. Deswegen gibt es wahrscheinlich nur so wenig Folgen über Tentacha. Einmal ja mit diesem riesigen Turm in der ersten Staffel, wo das Hotel gebaut werden soll. Und sonst glaube ich gar keins.
oder? Nee. Also nur mal so, wegen Tentacha. Ich bin in Fezia City. Unglaublich, ich bin ja... Oh. Das ist hoch. Ich hab's geschafft, Leute. Ich bin so schnell wie möglich wieder hier. Seltsamerweise. Und hab Pokéball gefunden. Super, ne? Hä? Silberwald? War ich das jemals schon mal? Ach ja. Noch ein Pokéball. Was ich hier alles liegen lassen hab. Was ist das denn? Da. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt Professor Eich sagt, dass er seinem Dings wieder... Oh, da ist was, da will ich aber nochmal hin. Gut, doch nicht. Das ist mir zu lang. Da muss ich wahrscheinlich gleich hin und werde dann hier wieder langlaufen müssen, gleich nochmal. Jetzt aber erstmal bin ich wieder in Knoblauchheim. Wie schön. Nicht. Hey, ich hab die Pokémon das eh zurück. Wer bist du und was suchst du hier? Hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns von hier verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Und dann lass uns Sex haben. Aber was ist mit den Pokémon? Ach, hast du nicht gewusst, dass Mario und ich bereits welche gekauft haben? Wie jetzt? Heißt das, der ganze Aufwand war umsonst? So direkt will ich das ja nicht sagen, aber... Ja, es war umsonst. Jetzt nimm den ganzen Pokémon-Kram. Du und Mario dürft euch jetzt um den Buchstaben-Pokémon kümmern. Ich habe echt genug von Pokémon. Ich schau mal in anderen Spielen um. Echt, wir gehen wieder nach Zelda. Jetzt echt? Kommt jetzt echt dieses Ding? Aber echt? Wie geil. Ich bin immer noch ein Pokémon. Komm, ruh dich ein wenig bei mir aus. Warum bin ich denn jetzt schon wieder im Pokémon? Die wollte weg vom Pokémon. Und Gary ist schon wieder da. Hey Mario! Michael... Hä? Will, dass ich dir ihre Pokémon und Items gebe. Ach so. Mario hält die Werte, nutzloses Zeug. Die Pokémon von Michael wurden auf die Box transferiert. Habe ich dann kein Pokémon jetzt? Ich muss dann jetzt auch wieder. Wenn ich Eiche zu lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuknabbern. Ach, da fällt mir noch ein. Maike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann dir dabei leider nicht helfen, aber ich habe was im Radio gehört, das dir helfen könnte. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegelstraße gesichtet. Vielleicht ist ja dieses Pokémon... Naja, viel Glück. Siegelstraße, hm? Das liegt westlich von hier, hinter den Strudelinseln. Aber zuerst sollte ich mir ein paar Pokémon von Maike besorgen. Der PC steht in meinem Zimmer. Und nochmal rein. Das Spiel ist echt länger, als ich gedacht habe. Ja, also ich nehme Shillock, nehme ich mit. Hallo. Wo sind denn jetzt die anderen? Was will ich mit einem fetten Glumanda? Bewegen. Achso. Glumanda kommt da hin. Dann ist es gut, dass ich kein Dings genommen habe. Kein Glumanda dann. Hätte ich ja zwei. Ah ne, wahrscheinlich. Ich habe doch gar kein Pokémon gewählt. Aber echt. Ja, wieso? Du bleibst hier. Dich mag eh niemand. Also, dann geht ja endlich die Reise mit Mario los. Muss ich sehr wahrscheinlich da lang, ne? Westlich ist das. Ein wildes Tentara erscheint. Bum bum. Los, Shillock. Flucht. Na. Ich bin nicht geflohen oder so. Nein. Was reite ich denn da eigentlich? Meine Fresse. Ich bin stark genug. Was ist das hier? Achtung, Stromschnellen.
Wie jetzt? Nee, nee. Ich wollte... Hallo, Leute. Dann nicht. Ihr blöden Wichser, Mensch. Ein Loch. Strudeluntergrund. Ha, bitte. Fleckmon und die ganzen Leute sind jetzt da. Ich erzähl mal wieder ein bisschen was, weil mir ist langweilig, weil das Spiel irgendwie, ich bin schon wieder an der Stelle, wo ich denke, dass ich schon mal war, aber ich bin doch nicht hier gewesen, weil es jetzt doch anders aussieht. Und ich wieder das Gefühl habe, dass ich irgendwie was machen muss. Ich dachte, ich werde angerufen. Hey. Also. Gut, gehen nochmal da lang. Und diesmal bitte richtig in den Strudeln rein, ja? Hatte denselben Ton wie ein Saftkorn. Los, ja. So, jetzt gehe ich da lang, weil ich viel cooler bin. Bin jetzt hier. Gehe jetzt da lang. Dann so. Da war ein Schneemann, oder? Mach stärker. Das sollte nicht passieren, aber... Fleckmon. Fluch. Noch ein Sonder... Also echt, so langsam reicht's aber echt. Toll. Für nichts. So, naja, gut, für den Sonderbonbon. Bin ich jetzt da hochgegangen. Was ist denn da oben? Nichts. Naja, nur Wasser. Aber wenigstens kommen mir keine Pokémon. Azumarill. Azumarill. Du Schlingel. Das war total falsch. Da. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Scheiß Dreck. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ach so, nee. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof, aber ist ja egal. Denn wen kümmert es sich schon, ob ich was verstehe? Das ist ja scheißegal. Ach so. Ich habe verstanden. Denn jetzt kann ich da unten lang gehen. Und dann kann ich das da stärker machen, weil ich ja so stark bin, Herkules-Power und so. Und kann hier lang gehen. Und dann ist die Höhle sogar schon Ende, so wie es aussieht. Denn ich sehe hier nicht große Größen noch. Perfekt. Ich finde Hyperball und ein Pfadfinder, ein Camper, meine ich. Ich habe mein Pikachu von seinem Schneepika getrennt. Es würde mir dafür am liebsten umbringen, so sauer ist das. Ja, ich weiß, dass ich es nicht richtig vorgelesen habe. Bam, 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 dam, dam. Schneepika in den Kampf. Ach so. Sexy. Wie ist es daneben gegangen? Macht er nur Schutzschild oder macht er auch noch was anderes? Achso. Warum hat der Level 28, Baby? Warum hat der Level 28? Der hat drei Pokémon. Ist dem das überhaupt bewusst? Ach, das ist das aus dem Anime mit der Kyogre-Folge. Kyogre, wenn ihr es wollt. Aber du bist tot, du warst so schwach, tut mir leid. Und was kommt jetzt? Pikachu? Das sieht ja voll hässlich aus.